Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, aktuell gibt es ziemlich viele Tauschpakete, die ich euch zeige oder Zuschauerpakete, die ich mit euch zusammen öffne. Denn heute habe ich schon wieder eins für euch. Und zwar hat die liebe Bianca mir ein Tauschpaket geschickt. Ihr habe ich auch eins geschickt. Das war ein richtiges Tauschpaket, wo man sich vorher aufgesprochen hat und gesagt hat, wir machen uns ein Tauschpaket. ja, mit der hatte ich auch schon mal ein Tauschpaket gemacht und euch auch ein Video dazu gezeigt. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also, mit der lieben Bianca habe ich das so gemacht, dass wir uns vorab schon immer so ein paar Sachen zugeschickt haben, beziehungsweise also per WhatsApp ein paar Fotos geschickt haben, Sachen, die wir aussortieren wollten. Und ja, da konnte sich die andere dann halt was aussuchen davon. Und dann haben wir gesagt, als wir quasi einen ähnlichen Wert zusammen hatten auf beiden Seiten, dass jede dann nochmal in die Drogerie geht und 5 Drogerieneuheiten mit reinpackt. Das dann einfach wirklich als kleine Überraschung. Und ja, ich bin ganz gespannt, was sie mir dazugelegt hat. Zuallererst habe ich ein schlechtes Gewissen, weil sie hat die Sachen wunderschön eingepackt und ich habe es nicht getan. Shame on me, ich habe es irgendwie voll vergessen. Oh Mann. Also... wunderschön hat sie es eingepackt. Ihr werdet es gleich auch nochmal ja, von Namen sehen. Das packen wir jetzt mal zusammen aus. So, ich bin wirklich gespannt. Also das meiste weiß ich ja, was drin ist, aber bei 5 Paketen weiß ich es nicht. So, ja, starten wir doch einfach mal. Das erste, was ich rausziehe, raschelt schön. Also das hört sich nach etwas ganz Bestimmten an. Und zwar steht hier drauf für deinen Mann, also für meinen Schätzelein. Wir haben nämlich herausgefunden, dass sowohl Bianca und ihr Mann, als auch mein Mann, sehr gerne Lego bauen. Und da bin ich wirklich gespannt, was drin ist. Und da machen wir doch mal dieses echt schöne Tütchen auf. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Das finde ich ultra cool. Wie geil ist das denn? Seht ihr, was das ist? Das ist von Lego Creator 3 in 1. Und du kannst dir da unter anderem einen Hund bauen, der an einen Hydranten pinkelt. Ultra geil. Ja, erinnert doch ein bisschen an Sammy, ne? Richtig cool. Oh, danke, Bianca, das ist echt witzig. Da wird sich mein Freund definitiv drüber freuen. So, das nächste Tütchen ist mit so süßen Herzchen. Auch richtig cool. Und dann hat sie das auch hinten immer so mit so einem schönen Washi-Tape zugeklebt. Mega geil. Ja, hier hat sie mir 2 Masken reingelegt, die ich mir ausgesucht habe. Das ist einmal von Shams, die Feuchtigkeitsmaske mit Sofort-Effekt. Da sind 2 Sachets drin. Und... die fand ich toll, weil einfach ein Einhorn drauf ist. Von Kadia Vera Young. Ne? Zauberzarte Einhornmaske mit Mandelöl, Scherbutter und Vanilleextrakt. Marshmallow Candy. Ach, richtig, richtig ultra krass geil. Also, ja. Ne? Dankeschön. Das ist meins. Das ist richtig meins. Also sowas, da stehe ich drauf. Oh, kann man die Sticker irgendwie... ja. Man kann die Sticker sogar vorsichtig abmachen und wiederverwenden. Finde ich super. So, ach guck mal, wie süß eingepackt. Bianca, das nächste Tauschpaket von mir wird dann wieder etwas bunter werden. Ich habe das, glaube ich, nur in ein Frühstückstütchen eingepackt. Oh, ich schäme mich so. Wobei, die 5 Sachen habe ich, glaube ich, eingepackt. Die 5. Drogerie-Neuheiten. So, und hier auf diesem Tütchen hast du auch so süße Mädchen drauf und Schneemänner. Richtig cool. Ja, diesen mega geilen Essens-Blenderpinsel habe ich mir auch ausgesucht, weil ich ihn ultra geil finde. Weil guck mal, wie unfassbar schön holographisch der ist. Mega. Ja. Danke. Oh, was für geile Tütchen sind das. Mit Schneemännern und Pinguinen. Richtig cool. Das ist eine von den Neuheiten, die sie mir jetzt beigepackt hat. Dann mache ich euch mal hier den Kleber ab. Und zwar ist das von Duschdas, von der Natur inspirierte Düfte, Bodylotion. Ich fühle mich verwöhnt mit Orangen- und Jasminduft. Ich mag unheimlich gerne Jasminduft, muss ich sagen. Da freue ich mich drauf. Da schnuppern wir doch mal dran. Oh, das riecht gut. Da kommt ein bisschen was raus. Das mache ich mir noch mal drauf. Oh, das riecht schön. Das riecht jetzt nicht so... also ich hätte jetzt befürchtet, dass es so orangig riecht, ne? Also dass es quasi sauer riecht, aber es tut's nicht. Die Vanille macht das so richtig schön sanft.
Also es hat einen Hauch, also es zieht übrigens auch sehr schnell ein. Es hat einen Hauch von, ich würde jetzt fast schon sagen, Kinderschminke, aber nicht negativ. Dafür riecht es nämlich dann wiederum ein bisschen zu süß. Also ich mag es gerne riechen. Ich finde es toll. Werde ich benutzen. Dankeschön. Richtig cool. Und die Tütchen, die falte ich mir und die bewahre ich auf. Der nächste Winter kommt bestimmt. Dann hat sie mir hier noch ein Tütchen beigelegt. Früchtetee, California Dream. Früchtetraum mit Cranberry und Granatapfelgeschmack. Lecker, 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 lecker. Das finde ich cool. Cranberry mag ich, Granatapfelgeschmack mag ich. Das ist dann auch ein Frühlingstee und der ist neu. Ja, den kannst du bestimmt auch super gut kalt trinken. So als Eistee, ne? Als selbstgemachten Eistee. Richtig geil. Machst du dir dann im Sommer in eine Karaffe mit schönen Eiswürfeln drin. Oh, herrlich. Noch ein Tütchen. Und hier sehe ich schon, was drin ist. Das habe ich mir nämlich ausgesucht. Ja! Das ist ein Fragrance Mist von Star Wars Amidala Omen. Richtig cool. Ich habe mal das Parfüm gerochen und fand das so geil. Oh, das riecht so gut. Das riecht so geil. Das gefällt mir richtig gut. Das ist, riecht halt, wie es aussieht, ne? Sehr schwer und edel. Und ich mag das. Und das ist ein schönes Bodyspray, was ich auch gerne im Sommer verwenden werde. Vielleicht sogar im Winter. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal für eine Party oder so. Das riecht richtig gut. Freut mich. Und sie hat echt, also da ist ja nichts von raus, ne? Herrliches Zeug. Ich sag euch was. Hier haben wir das nächste Tütchen. Gut eingepackt. Mit Luftpolsterfolie. Und hier hat sie mir reingepackt zwei Blushes, die ich mir ausgesucht habe. Das ist einmal von Catrice, dieser Blush. Das ist eine Limited Edition Denim Divine Powder Blush Stone, in der Farbe 1001 Stone Blushed. Und hier von Essence 01 My Heart is Beating Like a Jungle Drum Essence Exit to Explore Blush. Ja. Und so sehen die zwei hübschen von innen aus. Ich swatch euch den mal. Den von Essence, der ist ja wirklich so in Ombre-Style, sage ich mal. Wenn du es ein bisschen kräftiger haben willst, dann gehst du mehr ins Pinke. Wenn du es ein bisschen peachiger haben willst, gehst du mehr auf die Seite. Und hier siehst du ihn. Ist dezent, wie man das halt auch von Essence so kennt, aber ich finde den ganz schön. Sehr pinky, aber wenn ich halt jetzt so ins Peachige gehen würde, ne, siehst du halt den peachigen Swatch daneben. Der ist ein bisschen dezenter. Und hier den von Catrice. Der hat auch so eine geile Oberfläche, ne? Richtig cool. Den swatche ich hier mal. Der ist etwas intensiver, etwas dunkler und mehr sowas für den Winter. Mega hübsch, die beiden Schätze. Dann hat sie mir beigepackt etwas Neues. Ja. Mist. Den habe ich schon. Der wird auf jeden Fall weiter wandern. Ich hole euch mal eben meinen und swatche euch meinen mal, weil der ist jetzt ja auch noch komplett zu. So, das hier ist meiner und das ist der, den sie mir mit ins Paket gepackt hat als kleine Überraschung. Ich swatche euch den mal, aber der ist auch noch komplett zu. Habe ich nur im Laden geswatcht. So sieht der auf jeden Fall aus. Der ist ja von Rival de Lubiang, also von Rossmann. Ja, den habe ich jetzt zur Seite gelegt. Das ist ja eigentlich, ne, so ein Pinselchen, den du immer mit dabei hast. Den finde ich jetzt aber nicht so ultra. Und ich swatch euch mal meinen. Der ist so geil. Also ich hatte den im Laden schon geswatcht und mir gedacht, Alter, holla die Waldfee, guckt euch das an. Das ist so richtig kabäm. Der schreit, hallo, hier bin ich. Und das ist ein ultra, ultra krasser Highlighter. Also ich weiß, sie wollte mir damit eine riesige Freude machen. Ich habe ihn schon. Jetzt kann ich auf jeden Fall einem von euch damit eine sehr große Freude machen, denn der wird in der nächsten Verlosung oder in einer der nächsten Verlosungen auf jeden Fall mit dabei sein. Aber ein geiles Teil, Leute, ich muss euch das echt sagen. Hier haben wir wieder so ein süßes Tütchen mit diesen süßen Herzchen drauf. Mega geil. Oh, die sind echt schön. Ich mag diese 3D-Sticker ja total gerne, ne? Ja! Auch das hatte ich mir letztens ausgesucht. Das ist ein Pinsel und oder ja. Schön, dass ich jetzt hier so vorbereitet reingehe. Das ist ein Organizer. Da kannst du deine Lippenstifte reinpacken. Hier in der Mitte könntest du entweder deine Augenbrauenstifte reinpacken oder die Lip Liner oder Pinsel. Ich habe da schon von
zwei, glaube ich, weil ich die so toll finde. Die kannst du auch im DM kaufen. Und ja, finde ich mega toll, finde ich total praktisch. Und ich habe sowieso vor, vielleicht hier im Hintergrund mal so ein bisschen auch dekorative Kosmetik, sprich Lippenstifte auch hinzustellen, um das Ganze hier auch etwas in meinem Hintergrund mehr nach Beauty-Kanal aussehen zu lassen. Ja, cool. Habe ich mir ausgesucht. Mega. Auch in diesem Tütchen sind Sachen drin, die ich mir ausgesucht hatte. Und zwar sind das zwei Body Butter von The Body Shop. Das ist einmal hier, wie heißt der? Banana Banana? Nee. Banana, Banana, Body Moisturizer. Banana Party, glaube ich. Oder Go Bananas? Wie heißt denn das dann? Da steht so viel vorne drauf. Banana Banana. Nennen wir es einfach mal Banana Banana. Und dann die Body Butter in der Richtung The Body Shop Frosted Plum. Genau, das hier ist eine große Dose und das hier ist eine kleine Dose. Und dann riechen wir mal dran, denn dran riechen kannst du nicht, wenn du dir das per WhatsApp schickst, ne? Oh, oh. Es riecht nach einer richtigen Banane. Mega geil. Das riecht richtig so, als würdest du beim Italiener dir Bananeneis bestellen oder so. Oder so ein Bananenmilchshake. Mega. Ich mag Banane. Banane ist was ganz Tolles. Also, es ist vor allem, also die Frucht ist gesund. Sie ist sättigend. Sie ist toll und lecker. Nom, ich liebe Bananen. Banana! Ja, ich könnte ein Minion sein. Man könnte es fast vermuten, ne? Also, dann gucken wir uns mal Frosted Plum an. Der riecht sehr seifig. So ein bisschen seifig. Seifig halt. Weiß ich nicht, ob das mein Geruch ist. Frosted Plum. Also hätte ich jetzt gedacht, das riecht ein bisschen mehr nach Pflaume. Aber es riecht einfach nach einer Seife, die bei meiner Oma damals immer stand. Also, ne? Ich finde Oma-Gerüche übrigens nicht schlimm. Ich mag gerne Omas riechen. Und auch die beiden Dinge hatte ich mir tatsächlich ausgesucht. In dem, ja, man nennt es ja Trash-Paket, ne? Aber ich finde, es ist ja kein Trash, es ist ja kein Müll. Es sind ja echt tolle Sachen, die man sich so hin und her schickt. Vielleicht mal auch so Kosmetik, die man mal getestet hat oder so, aber, ne? So, dann hat sie mir hier noch etwas beigelegt in einem Tütchen. Da hat sie mir zwei neue Duschgels reingepackt von Fa. Einmal Ipanema Lights, Brazilian Vibes. Und das ist auch Brazilian Vibes, Amazonas Spirit von Fa. Ach, interessant. Da will ich mal dran schnuppern. Dann schauen wir uns das mal an. Ipanema Nights. Das wird dann wahrscheinlich ja fruchtig riechen und blumig, weil du hast hier Maracuja-Extrakt und Nachtjasmin. Ein erfrischendes Duschgel. Oh je. Das ist ein Sommerduft. Ja, das benutze ich definitiv nicht im Winter. Das ist mir für den Winter zu frisch. Riecht aber ganz gut. Du hast diesen Maracuja-Duft, der überwiegt. Und ich denke, dass ich das sehr, sehr gerne im Sommer benutzen werde, aber nicht jetzt. Das ist mir zu frisch. Und hier hast du mit 100% natürlicher Muromuro-Butter exotisch floraler Duft. Ui, ich hoffe nicht zu sehr nach Kokos, denn Kokos und ich sind nicht die größten Freunde. Nee, das erinnert, das riecht nach Ananas und bisschen auch nach Banane. Das riecht gut, aber definitiv sommerlich. Oh, lecker. Ja, cool. Dankeschön. Auch neue Sachen. Dann hat sie mir hier noch was mit reingepackt in diesem schönen Täschchen. Und hier hat sie mir mit reingepackt von TTZ Tropical Summer Orange Passionsfrucht. Das ist für die Badewanne. Ich werde das als Fußbad verwenden, weil ich habe keine Badewanne. Das ist nicht schlimm. Aber dann kannst du halt solche Produkte nicht so benutzen, wie man sie benutzen sollte. Aber das finde ich nicht schlimm. Also wir haben uns damals ja bewusst gegen eine Badewanne entschieden. Oh ja, das riecht sehr frisch. Sehr, sehr frisch. Die Orange riechst du da sehr draus. Riecht fast nach Blutorange, würde ich sagen. Aber die Flamingos sind ein Highlight, oder? Geil. Und dann hat sie mir so ein Heftchen mit reingelegt von Rossmann. Solche Sparheftchen, die gibt es bei uns gar nicht. Und dann hat sie mir noch ein Rossmann-Magazin mit reingelegt. Leute, das war's jetzt. Mein Tisch ist wirklich voll. Und ich werde jetzt gleich fürs
Thumbnail noch versuche, ein paar Sachen ein bisschen hübsch hier reinzumachen, dann sieht man wenigstens so ein bisschen, wie hübsch das einfach vorher ausgesehen hat. Liebe Bianca, vielen, vielen Dank. Es hat mir, ja, wie jedes Mal, richtig viel Spaß gemacht. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke euch hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen, die ich gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!